Erneut hat sich auf der Einmündung Schulstraße-Stahlwerkstraße in Augustfehn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer eines mit vier jungen Leuten besetzten Kleinwagens übersah am späten Donnerstagabend beim Abbiegen eines aus Richtung Augustfehn 2 nahe den Transporter und es kam zu einem heftigen Zusammenstoß. Dabei drehte sich der Transporter und blieb liegen. In dem Kleinwagen wurde ein Insasse eingeklemmt und musste von den Feuerwehren geborgen werden. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Unfall 5 Menschen verletzt, 4 von ihnen vermutlich schwer. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Stahlwerkstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei begann mit ersten Ermittlungen.